Der WeWin Award präsentiert das nachhaltige Startup Envuco. Wir wollen mehr über euch wissen, also worum geht es? Wir machen draht- und batterielose Gebäudeautomation. Das heißt, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir die weltweit erste nachhaltige Lösung für Gebäudeautomation entwickeln. Das fängt an bei unserer Zentrale, die wir sehr, sehr akribisch entwickelt haben, so dass es sich auch wirklich jeder leisten kann. Auch bei dieser Zentrale und bei allen Gehäusen fangen wir jetzt gerade an, die auch nachhaltig produzieren zu können. Und was eben den ganz großen Unterschied macht, sind die draht- und batterielosen Geräte, die wir haben, die alle energieautark sind. Das bedeutet, keine Wartung benötigen. Wir wollen die Welt ein Stück besser machen. Was macht ihr für Nachhaltigkeit? Die nachhaltigen Aspekte, die wir verfolgen, sind, wir wollen es schaffen, dass zukünftig Gehäuse von Geräten nicht mehr aus Kunststoff produziert werden, sondern ganz im Gegenteil durch nachwachsende Rohstoffe, die wir dann auch recyceln können oder sogar einfach auf den Kompost werfen können, die sich also selber recyceln. Auf der anderen Seite wollen wir unfassbar viele CO2-Emissionen einsparen. Auf der einen Seite mit den Maßnahmen aus den nachhaltigen Gehäusen und generell Bauteilen, die wir verwenden wollen, aber auf der anderen Seite natürlich auch bei den Energiekosten, die wir einsparen, gleichzeitig aber auch die CO2-Emissionen, die damit genauso sinken, weil wir natürlich Öl, Gas, Fernwärme und Elektrizität einsparen können, dann, wenn sie nicht benötigt wird. Wer seid ihr eigentlich genau? Stell dich und dein Team doch mal bitte vor. Also ich bin der Dennis Bittner, Gründer der Firma Envuco, davor war das iBerry. Wir sind ein Team aus aktuell intern 2 Leuten, der Herr Marc Roth noch. Ich kümmere mich da um die Entwicklung, um die Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Weiterentwicklung von Produkten, aber auch um Sales. Der Marc kümmert sich zum Teil um das Operative, aber hauptsächlich um das Finanzielle und das Marketing. Und natürlich ist so ein Team, was hinter so einer Firma steht, besteht auch aus inoffiziellen Leuten, wie zum Beispiel dem Herr Dr. Holzmann, dem Vizepräsident vom Umweltbundesamt. Und was ist besonders an euch? Also was ist euer USP? Was besonders an uns ist, ist, dass wir nicht nur eine Hardware-Lösung bieten, die nachhaltig ist auf der einen Seite, das bedeutet wirklich auf nachhaltige Materialien setzt, sondern dass wir in den Installationen unfassbar schnell sind. Ich mache da ein Beispiel, um eine Schule zu installieren, also komplett auszustatten, sagen wir mal eine Schule mit 60 Räumen, brauchen wir in der Regel weniger als einen Tag. Dann ist das Gebäude komplett schlüsselfertig übergeben und automatisiert. Jetzt für deinen Favoriten abstimmen. wewin-award.de